Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria, immer noch im Final Dungeon. Ja, das wird, glaube ich, noch eine Weile lang so bleiben. In der letzten Folge haben wir wieder einen weiteren Boss erlegt, womit wir für Eisen die ganzen Mystic Arts, wir haben ganz viele Mystic Arts bekommen, nein, wir haben eine Mystic Art bekommen, eine neue, und einen Seelenbrecher, und jetzt kommt hier direkt der nächste Boss. Also gucken wir mal. Der grüne Boss, für den kriegen wir da. Der hat sehr viele Schwerter. Ich nehme jetzt mal an Rokuro. Ja, ne? Letzte Gegner, die wir bekämpft haben, waren Drache. Das erste, was war das erste? Maschine, irgendwie sowas, ne? So, ich nehme an, für Rokuro kriegen wir jetzt hier was, ne? Das geht, ne? Thumbnail. Thumbnail. Gut, komm her. Ordnungshüter Level 97 auch okay. So, der Grund, warum ich nicht Indignation einsetzen konnte im letzten Part, was mich ein bisschen gestört hat, war, weil ich echt nicht genug Seelen gehabt habe am Ende. Dann habe ich irgendwie so witzweise irgendwie so erwähnt, als ich gemerkt habe, dass wir die zweite eingesetzt haben, aber das war echt der Fall. Ja. Das lag da, weil ich irgendwie Lapis die ganze Zeit ein- und ausgewechselt habe. Weil ich ihn ja ausgewechselt habe, verliert er ja ein SA, nicht Seelen, ich habe gerade Seelen gesagt, ne? Aber er hat immer eine SA verloren, wenn ich ihn ausgewechselt habe. Also ist klar, da dann irgendwie nur so drei Dinge hatte am Ende. Aber ja, darf ich mich nicht wundern. Mann. So, ich habe gerade seinen Seelenbrecher eingesetzt. Nicht so Mystic Art. Ja, Rokuro bringt mir irgendwie nichts, weil er zwei Dinger, jetzt hat er drei, gut. Hat mal Lapis drin. Da ist eine Seele, her damit. Oder ist auch eine Seele, her damit. Boah, ich dachte, das Velvet kommt jetzt hier so vorbei, wie einsacken. So, mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder mit euch los? Ich habe getroffen, Entschuldigung. So, Lafayette darf nur nicht falken, dann verliert er wieder all seine SA, was sehr doof ist. Oh Gott. Ich kann eure Seelen auch ruhig mal einsetzen, ne? So, Eisen. Oh, Dreck. Eisen ist immer am schwierigsten im Bosskampf, weil er irgendwie, wenn er einmal zu wenig Seelen hat, der Gegner irgendwie, und er kann nie seine Dings einsetzen, sein Seelenbrecher, dann hat er Probleme. Warum hast du so wenig HP? Du hast die ganze Zeit hier Seelen zur Verfügung, kannst die Gegner zerstören, aber macht es das nicht. Hey, guck dir an, guck dir an, Velvet, das bist du, das kannst du mit den Gegnern machen. Hier Feuer, blaue Welle, gibt's noch blaues Feuer. Den Anime ähnlich, deswegen gibt es immer irgendwie so ein Fuchs, irgendwie er so blaues Feuer und so speien kann. Stimmt, ich glaube, wir tun die Seelen hier für den. Oh Gott, noch gerade Zauber gesehen. Das heißt, wir brauchen Magilo. Ja, du auch, Eleanor, du hast auch andauernd Seelen. Setz sie nicht ein, habe ich so Gefühl. Oh, er setzt keinen Zauber ein, du bist ein Schwertkämpfer, du darfst keine Zauber einsetzen. Verbiete es hier, so. Na, ja, verdammt, Magilo hat nix. Du sollst doch nicht deine Mystika zu verballern, Mann. Oh Gott. Boah, Eisen, ehrlich? Echt eine Glaskanone, ne? Mein kaputt Eisen. Leider noch 6000, komm schon. Irgendjemand. Er geht schon wieder auf Eisen los, ich sehe doch. Sehr gut. So, Roku, für dich. Boom, Rächervergeltung, Kata 9, Richtspruch. Mit drei oder mehr Seelen, R2 während Rächergeise gedrückt halten, um Rächervergeltung aktivieren. Roku wird sein Schwert zücken und in einen mächtigen Angriff entfesseln, der außerdem eine Menge SAWR erstellt. Geil. Ja, für diese Dreier-Dinger braucht man aber immer Dingens hier. Fünf Seelen.
Schwierig ist irgendwie die einzusetzen. Er macht vielleicht ging auf der Ausrede, nachdem er komplett Rächerbestrafung ausgeführt wurde. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ach so, nee, warte mal, ein machtvoller Gegenangriff, warte mal. Ohne Schaden zu erleiden. Gegner zu Boden werfen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, bitte. Nein. Okay, ich glaube, die werden wir nie zu Gesicht bekommen. Ne? Okay. Wer weiß, vielleicht kriegen wir irgendwie noch Waffen oder Ausrüstung, die uns hier mehr SA und so bringen und so. Jedes Mal, wenn wir unsere Dinge einsetzen, aber ein SA bekommen oder irgendwie sowas. Das wäre voll krank. So, ich meine, wir haben hier alles erledigt. Wir gehen jetzt mal weiter. Ich meine, zwei Viecher waren hier. Ja, wohl alles sein. Ich habe jetzt kurz geguckt hier bei den anderen Eingängen. Ich glaube, da ist nichts mehr. Geh weg. Also ja, gucken wir mal. Können jetzt ja speichern, aber wir schaffen die Gegner ja. Die Bosse. Bosse und die Gegner. Hm. Dann können wir jetzt endlich mal hier weitermachen. Gucken, was hier noch so kommt in dem Dungeon. Neue Gegner, neue Fall, neue Rätsel und also was. Joink. Sehen wir alles noch hier, ne? Hm. Schon mal einen Boss erledigt. Wenn noch einer kommt, dann nicht schlecht, aber muss jetzt nicht sein, ne? Wird schon gehen, ne? Ja, okay. Nur, ich finde dieser Ort hier ist ein bisschen doof hier. Dieser eine Raum hier, wo wir extra hier so rumfahren müssen, um zum nächsten Raum zu gelangen. Jetzt allgemein gerne, wenn wir irgendwie hier so ein Checkpoint haben, wo wir uns hin teleportieren können und so. Ich muss jetzt den ganzen Weg immer hier reinlaufen, also fahren, reiten, was auch immer. Ich meine, ich hätte zu dem Speicherpunkt hinrennen können, aber weiß nicht. Bin aber ganz rausgegangen. So ist ein bisschen gemütlicher halt. Aber zwei Knöpfe drücken, das ist voller Luxus, ey. So ein Faulpilz wie mich. Gut. Bin mal sehr selbstbewusst, dass wir hier durchkommen. Obwohl, wenn wir von den normalen Gegnern hier sterben, dann haben wir ein Problem. So, ich bin rechts schon lang gegangen. Oh Gott. Gehen wir mal nach links. Rechts kommen wir irgendwie zu. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich bin. Aber gehen wir auch noch mal hier durch. Obwohl rechts war irgendwie, ne, hier waren wir. Da rechts war schon alles erledigt. Ne? Da sind wir ja zu diesem Ort gelangt, wo wir runterspringen konnten. Und hier war, glaube ich, der letzte Ort, wo wir waren. Hier war der Boss, genau. Normaler Norm Leuchtnis. Ja. Okay, dann hier sind wir stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob ich einen von diesen Türen hier schon betreten habe. Ja, gucken wir mal. Da bin ich schon hingegangen. Da war eine Truhe. Die ist zu, weiß er, die ist jetzt wieder zu. Da war eine goldene Truhe, hallo. Ja, die ist offen, gesehen. Boom. Gut, dann haben wir noch einen Weg. Sehr gut. Was denn? Nochmal so ein gehört. Bestimmt schon wieder. Aber bestimmt kein Geräusch von draußen, ne? Muss aufpassen hier in dem Ghetto, wo ich lebe, ne? Mit dem brennenden Mülltonnen. Vorgestern haben wirklich Mülltonnen gebrannt. Aber ich habe gehört, das war irgendwie ein Roller oder so. Keine Ahnung. Ich bin so, gehe ein bisschen relativ spät immer hier schlafen. So halb eins bin ich, glaube ich, schlafen gegangen. Ist ja nicht so toll, weil ich mal am nächsten Tag arbeiten gehe, aber was soll's. Jedenfalls, ich bin halb eins schlafen gegangen. Weil ich bin nicht so eine Person, die irgendwie so nach 5 Minuten oder so direkt einschläft. Ne, das dauert bei mir schon so, weil nicht halbe Stunde, Stunde, irgendwie sowas. Jedenfalls sehe ich dann auf einmal so ein oranges Licht so durch meinen Rollos.
Leuchten irgendwie, wie so Autos kommen, da hat es irgendwie gegenüber gebrannt. Geil, ne? Sah aus, als hätten die Mülltonnen gebrannt, aber irgendwie habe ich gehört, da ist ein geläuterte Klinge. Hm. Schatzjäger. Aber ich habe gehört, irgendwie ein Roller ist gebrannt oder hat gebrannt oder irgendwie so was. Weiß ich nicht. Hat jemand die Feuerwehr gerufen, wurde gelöscht. Ich habe zwar nichts genau davon gesehen, weil war 1:30 oder so, als das war, oder 1 Uhr. Wollte schlafen, verdammt nochmal. Da ist ein Speicherpunkt, was? Ja, da ist so eine Kugel wieder. Geistergold des fahlen Mondes. Wie viele von diesen Dingern haben wir denn noch? Wertsachen ist das. Ich nehme an, die sind dann auch irgendwie. Wo sind die? Okay, nur noch eine habe ich. Gut. Von diese Viecher, nee, sie machen mir Angst. Sie sind irgendwie so schnell. Ich habe Angst irgendwie, wenn ich hier durch die Gegend fahre, die irgendwie dann direkt hinter mir sind und ich kann denen nicht ausweichen, weil ich halt nicht hinter mir gucken kann. Weil ich kann wortwörtlich nicht hinter mir gucken, weil immer wenn ich auf dem Ding bin, kann ich nicht hinter mir gucken. Näher kam ich, ne? What? Ach, die führen beide hier in die Wege. Abkürzung geschaffen oder was? Boah, ich bin ja schon wieder so verwirrt, ne? Warte, da war die Truhe. Was? Ja, einen Moment. Wo bin ich hier gerade? Was? Okay, dann müssen wir da lang, ne? Ne? Dann halten die Tür. Warte mal. Ach ja, ich bin da runtergeschwungen. Deswegen bin ich wieder zurückgelandet, genau. Ich muss dann wahrscheinlich durch die Tür oder in ein Gebiet, was da unten ist. Da führt mich jetzt entweder zum optionalen Boss wieder oder zum nächsten Gebiet hier vom Final Dungeon, nehme ich an. So. Das ist ein neues Gebiet dann. Da ist ja nicht so ein Monolith oder was auch immer. Die letzte Wette. Warte mal, wenn sie verschlungen wird, dann. Sag es. Ich
Vor der Schlacht. Ja, okay, geil. Jetzt kommen wieder alle möglichen Sachen. Und jetzt die Doppelgespräche oder was? ガチガチじゃ勝てる戦いにも勝てんぞ。どうしたらあなたのようになりますか。あ、ゴーマになる以外で。そこは冷静じゃないか。そういう時は戦いの後のことを考えるのさ。晩飯のおかずとか次に読む本とか何だっていい。なら聞かせてください。六郎はこの戦いが終わったらどうするつもりですか。 シグレ様を倒した今、アルトリウス様とカノヌシを倒せば、あなた以上の剣士などどこにもいません。何を目標に生きていくのですか。まずはシグレを追い越さねえとな。え？勝ったじゃないですか。刀の3本使ってな。だが、王たち1本での勝負じゃまだまだ、あいつの高みには届いちゃいない。それに世界は広いんだ。 化け物みたいに強いやつがどっかにいるかもしれないだろ。どこまでもぶれない人ですね。ゴーマだからな。ねえ、お前はどうするんだ。大魔師として、いえ、一人の人間として人々のために私ができることを続けていくと思います。ですから、もし他の他のゴーマのように人間を襲うようなことがあれば、私は迷わず あなたと戦います。そうか。だが、俺は強いぜ。心配無用です。この戦いで私も自信をつけて、もっと強くなりますから。なら、さっきの質問は答えるまでもないな。ええ。行きましょう。勝ちに。お。よ、 Leben für den Moment. Eisen und ja. Das sind sozusagen die letzten Gespräche vom finalen Kampf, oder? Das ist der Grund, dann. が共にいることを知っている。幽霊に戻って連中の冒険をせいぜいスリリングにしてやるさ。見えなかった時は海賊のみんなはアイゼンのことを船に取り付いた幽霊だと思ってたんだよね。ああ、あの頃に戻ったと思えばいい。見えなくなってもあの船と海賊団と一緒にアイゼンは生きていくんだね。それでも必ず別れは訪れる。 人間よりもずっと長く生きる俺たちには、それは避けられないことだ。誰だって別れは辛い。その辛さを味わいたくなければ、人間と関わらなければいいだけのことだ。精霊の世界でだけ生きている連中もいる。愚かな人の世の争いを遠なりのように感じながらね。だが俺には 限られた時間を必死で生きようとする人間たちの姿が輝いて見える。もちろん精霊にも終わりはある。俺にもな。それがあと500年なのか1000年なのか、それとも1000、schätzungsweise。だからこそ目の前の一瞬一瞬を全力であいつらと共に生きたい。 Es ist immer kacke, wenn es irgendjemanden gibt, der irgendwie länger lebt als Menschen. Also immer kacke. Es klingt schon so, als würde hinter dieser Tür irgendwie der letzte Kampf warten. Wir müssen noch den Weg hier abstauben. Klang schon so verdächtig, als würde jetzt irgendwas Großes kommen. Dabei ist unser Ziel irgendwie hier. Also irgendwie noch ein Gebiet weiter ist. Genau.
Wo bin ich hier? Geh weg. So, hier ist auch neu, ne? Komm, zeig. Ja, ich höre mal so ein Busch, wenn ich irgendwie die Tür rein oder rausgehe. Mithril Klänge, die habe ich doch schon lange. Ja, ist aber relativ aktuell. Ist noch besser als die, die ich jetzt habe, glaube ich. Art plus 40 Angriff. Alter. Da gibt es irgendwo mal eine Katztruhe. Ich habe gleich 900 Ocken hier fertig. Ja, schon wieder Abschlag gehört. Ich habe keine Stimmen, ne? Nicht so wie in Elder Scrolls Online. Oh Gott. Bin ich echt schneller mit dem Besen? Ich habe mich bis jetzt noch nie eingeholt. Die Klappe. Kommt bestimmt noch einige Story-Boss hier so auf dem Weg zum finalen Boss, ne? Nicht in Nominat und Artorias und so, sondern irgendwie Schiene noch. So, ein bisschen das an Speicherpunkt sein, da könnte ich vielleicht hier einen Schnitt machen. Ja, aber das ist noch ein optionaler Boss. Ha. Wir dazu. Ja, mal gucken, ob hier irgendwo ein Speicherpunkt ist. Da nicht. Kann ich überhaupt schon aktivieren? Ich habe noch eine Kugel. Das ist sogar. Wenn ich hier fertig bin, dann muss ich schon wieder zurückgehen und speichern. Also ich muss nicht, aber ich will. Ich will es. Na, es geht schon weiter, Fragezeichen. Ich mach mal den Boss. Komm. Wer ist denn das jetzt? Schlange. Wer könnte das sein? Eleanor? Tipp mal Eleanor. Rache Göttin. Nee, Velvet. Muss nur Rache lesen, dann weiß ich schon, was hier los ist. Da ist die Velvet. A-Verteilung hoch, Wind hier. Und mal Lapis jetzt reinpacken. Na komm. Nein. Und mein Haken, der beschützt mich. Sehr gut. Oh. Ich brauche 5 SA, ne? Damit ich das bei Boston hier schaffen werde. Einzusacken. Er muss mich anvisieren, ja. Sonst wird das nicht funktionieren, ja. Ja, ich habe jetzt 4. Naja, ach Mann. Ich muss jetzt sein Seelenbrecher gegen mich ein oder irgendwie sowas. Oh. Seelen! Ja, damit, ja, damit, ja, damit, ja, damit. So, einmal betäuben bitte. Natürlich wieder leichter gesagt als getan, sagt er, und dann kam direkt 4 Dinge habe ich bekommen dadurch. Also da kriegen wir hin. No, nee, kriegen wir nicht hin. Nein, nicht kaputt hauen, dann völlig meine ganzen Dinger. Lass mich mal ganz kurz. Oh, nom, nom. Oh, Mann. Krieg ich doch nicht hin, Mann. Mach ich jetzt auch noch leben. Wie machst du das? Immer noch 5 Dinger. Ja,
Verdammt, mir fehlt eine. Na ja, komm, jetzt noch mal einen Seelenbrecher ein, bitte. Oh Mann. Nicht fair. Wenn ich auf Eisen und Eisen hat sein, ist verballert geil. Jetzt will ich mindestens Indignation noch sehen. Daneben. Noch her. Na ja. Komm schon. Indignation. Geil. Ja, exakt gleiche Spruch, glaube ich, von gleich wie nennt man das hier? Zauberspruch, nehme ich an. Verchant oder wie auch immer. Sehr geil. Ich dachte, er macht eine Kiko-Kanone wie Tenshin Han aus Dragon Ball Z, weil er seine Hände so gehabt hat. Sehr geil. Jetzt sagt er, mein Gott, hat Ellen auch viele Erfahrungspunkte bekommen. Tetra-Detonator und das Herr der 49. Da waren zwei Mystic Arts. Oder? Artbrecher, Tetra-Detonator wird gelegentlich aktiviert, nachdem Mana während Zauberaufsaugung absorbiert wurde. Dieser ultimative Gegenzauber ist das einzige Vier-Element-Art. Wenn der Gegner für eines der vier Elemente anfällig ist, wird das Art das Angriff auf die Schwäche unabhängig von den Resistenzen, die der Gegner vielleicht hat. Cool. Also er wird immer das Beste eingesetzt. So, warum haben wir für Dings hier bekommen, aber nee, das ist beides. Okay, ja, okay, ihr Seelenbrecher hat sich nicht auf verändert. Das Herr der 49 beim Auswählen von Tetra-Detonator L2 gedrückt halten, verbraucht 5 SA. Das ist sehr cool. So, jetzt brauche ich einen Speicherpunkt, bitte. Ich möchte nicht den ganzen Weg jetzt zurücklaufen und so. Aber sehr cool. Schön. Mich dann müsste gerade auch noch sehen. Den Seelenbrecher von Eisen schon mal gesehen, das ist auch was. Oh Gott. Ich muss da noch bei die andere Seite. So, zwei Bosse fehlen dann noch für Velvet und für Eleanor. Da kommt schon Rache-Göttin. Hätte er nicht auf Velvet getippt. Hallo? Und dann sind auch nicht so unmöglich auszuführende Mystic Arts, ne? So, weiß nicht, Test-Symphon, er war der absolute Hammer. Weil ich habe unter 25% HP. Rüste die und die Waffe aus, setze diesen Angriff ein. Dann vielleicht wird irgendwie diese Mystic Art eingesetzt, aber doch vollkommen idiotisch. Jetzt hat irgendwie kaum geschafft, irgendwie eine Mystic Art bei Symphonia einzusetzen. Mein Gott, sind immer noch. Mal zurück. Boah, ich möchte jetzt wieder den ganzen Weg hier zurück hier reinlaufen. Kann man ja eine Abkürzung oder so hier einbauen, das wäre doch mal schön nett. Das eine Ding, das führt zu eine komplett neues Gebiet, also nehme ich mal an, dass vielleicht da irgendwie ein Speicherpunkt mal kommt. Hoffentlich. Magilos Mystic Art wird irgendwie das nächste Ziel sein, weil die ist auch noch relativ gut auszuführen. Wohl Tetra Detonator wird irgendwie nur zufällig aktiviert, ne? Also ja, so wie dazu. Da werde ich schon irgendwie hinkriegen. Irgendwann werde ich das ja wohl einsetzen. Jetzt ist nicht so eine schwere Voraussetzung. Gott. Ich werde nicht Magie einsetzen, oder? Warte mal, Eisen. Mal kurz fünf Dinger. Dann sehen wir seine Mystik auch noch heute. Hoffentlich. Na, sei doch mal betäubt, irgendjemand. Danke. Oh Mann. Ich wollte den eigentlich erledigen, dann hätte ich schon wieder eine neue Seele bekommen. Ja, super. Gut. Also dazu. Ja, bitte lass da direkt ein Speicherpunkt sein, das wäre super toll.
Dann wäre das so schön. Okay. Diesen Raum ist ein Speicherpunkt. Boah. Ich habe mich das letzte Ding hier für, ne? Gut. Okay, in diesem Raum ist ein Speicherpunkt. Ich werde dann wahrscheinlich den Part hier erstmal wieder beenden. Werde dann zu diesem Speicherpunkt dahin rennen. Und in der nächsten Folge gehen wir mal gucken, was auf der anderen Seite hier ist. Würde ich sagen, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen würdet. Das würde den Kanal sehr weiterhelfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Tales of Berseria. Tschüss, Zikowski.